Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Freitag, den 5. August. Das ist der Gedenktag der Weihe der Marienbasilika Santa Maria Maggiore in Rom. Poetisch und kürzer hieß das Fest früher Maria Schnee, und Nives, Schnee, heißen in Kurzform auch nicht wenige Mädchen aus dem Mittelmeerraum. Die Legende im Hintergrund dieses schönen Namens ist ein Schneefall im August an der Stelle auf dem Esquilin, einem der Hügel Roms, wo die Mutter Gottes gerne ihre Kirche gebaut haben wollte. Wenn man diese Augusttage erlebt hier in Frankfurt, dann kann man sich die Größe des Wunders schon vorstellen und was das für eine köstliche Erfrischung gewesen sein muss. Der Batzen Schnee auf diesem Hügel, nicht weit weg von der Station Termini heute. Und wenn Sie dort mit dem Zug nach Rom ankommen oder auch sonst, ich mache das auch immer und lasse es nie aus, wenn es irgendwie geht, einen Besuch in dieser Kirche, und dann strebe ich nach vorne, und vorne links ist die Cappella Paolina, und in deren Altar ist aufbewahrt das Bild, das Ihnen die Lori gleich einspielt jetzt, die Marienikone, von der man sagt, dass der heilige Lukas, der Arzt und gute Bekannte der Mutter Gottes, sie selber geschrieben hat, also verfertigt hat, dass sie also nicht in dem normalen Prozess der Ikonenentstehung, sondern auf wunderbare Weise entstanden sei und direkt von der Mutter Gottes genommen. Egal, wie sich es damit verhält, aus der Spätantike wird sie sein, diese uralte Ikone, die dann mehrmals übermalt worden ist. Ihre Verehrung ist schon im 8. Jahrhundert bezeugt. Das ist ein religiöses Kunstwerk von außerordentlicher Ausstrahlung. Und viele haben dieses Bild auf ihren Sterbezetteln oder ihren Weihebildern und lieben es sehr, und ich liebe es auch. Die Mutter Gottes schaut ernst, und den frühen Typus dieser Darstellung erkennt man daran, dass sie beide Hände um das Jesuskind schlägt und nicht mit einer Hand auf das Kind weist, sondern sie hält es fest, habe sie Sorge, dass es ihr abhanden kommen könnte. Kurz nachdem sie im Tempel zu Jerusalem nach der Darstellung des Herrn das Kind wieder in die Arme genommen hat, dann hat ja Simeon ihr gesagt, an diesem werden viele in Israel sich aufrichten, aber viele werden auch an ihm scheitern und zu Fall kommen, und dir selbst wird ein Schwert in die Seele dringen. Und mit dieser Leidensansage und Leidensbereitschaft ist die Mutter des Herrn, die Mutter Gottes, steht oben abgekürzt auf dem Bild drauf, Mater Teu, Mutter Gottes, dann ihren Weg mit Jesus gegangen. In den 350ern ist die Kirche von Papst Liberius gebaut worden, aber Papst Xystus III. Hat sie 435 restaurieren und neu weihen lassen und sie der Mutter Gottes geweiht. 4 Jahre zuvor, auf dem Konzil von Ephesus, ist das geklärt worden. Maria ist wirklich die Mutter Gottes. So tief geht das Menschliche in das Göttliche und das Göttliche ins Menschliche ein und bleibt doch integer beides. Das Wunder der Persönlichkeit, möchte ich sagen, unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also die Leidensbereitschaft, und die steht schon im Evangelium uns angetragen, heute auch so im Matthäusevangelium, direkt nachdem Jesus von Petrus als der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, bekannt wurde und nachdem Petrus versucht hat, ihn vom Leiden abzuhalten und abzubringen und dann von Jesus in die Reihe geschafft worden ist. Darauf sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen, und dann wird er jedem nach seinen Taten vergelten. Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht schmecken, bis sie den Menschensohn in seinem Reich kommen sehen. Und die geheimnisvolle Verheißung am Schluss, die, so glaube ich fest, dürfen wir auf uns alle
sind wir auch Sünder, aber doch auf uns alle ausdehnen, die wir wie die Mutter Gottes vom Herrn voll der Gnade gemacht worden sind. Auch wir werden den Tod nicht schmecken, wir werden sterben und auch es vielleicht schwer damit haben, aber tot werden wir nicht sein, weil der, zu dem wir gehören und dessen Namen wir tragen und dessen Brüder und Schwestern wir sind, uns ins Leben vorausgegangen ist und uns mit dem Leben erwartet. Mit dieser Zuversicht segne und behüte sie alle der lebendige Gott.